Muttertag. Wer kennt ihn nicht? Nein, nicht dieser Muttertag. Dieser Muttertag. Der wahrscheinlich heute immer noch meistzitierte österreichische Kultfilm. Ich einer damals noch filmunerprobten Kabaretttruppe und einem Regisseur, der mit diesem Erstlingswerk gleich einmal die heimische Filmlandschaft einfach so revolutionierte. Der Film hat aber auch einen Standard festgelegt. Deswegen glaube ich, dass er fast seiner Zeit voraus war. Mittlerweile ist Muttertag nicht mehr wegzudenken und Teil der österreichischen Cineastenseele geworden. Doch der Weg dahin war mit einigen Hindernissen verbunden. Ja. Muttertag war ein Projekt, das eigentlich fast nicht zustande gekommen wäre. Das ist ein Skandal. Niemand von uns hat nur ansatzweise Ahnung gehabt, wie man einen Kinofilm macht. Es hat im Kino wirklich nicht funktioniert. Man hat wirklich nicht gewusst, wo der Film aufhört und die Realität beginnt. Es wurden Sachen gestohlen, Steine vom Dach auf uns geworfen. Das bestätigt. Der oberste Freimaurer in Wien, der hat gesagt, du spielst dort. Dann war es ihnen zu ordinär. Mir ekelt vor diesem Machwerk. Muttertag ist ein Hugo, bitte. Heute erfahren wir, wie Muttertag glücklicherweise nicht für einen Hugo war, sondern stattdessen österreichische Filmgeschichte schrieb. Im Schöpfwerk in Wien bekamen wir vor fast 30 Jahren Einblicke in den ganz normalen Alltag der Familie Neugebauer. Jetzt gemisch jetzt du endlich den Willi vom Tisch. Mit der Normalität ist es aber schnell vorbei, als der Muttertag näher rückt und Papas Seitensprünge. Bitte hau mit dem depperten Schatzeberli. Mamas Kleptomanie. Sie werden doch nicht behaupten, dass das in einer Kral gekupft ist. Sohnemanns Mordgelüste ans Licht kommen. Ich habe sie umgebaut, damit sie sich elektrisiert abrutscht und den Bauch abschlitzt. Und Opa Neugebauer seine drohende Abschiebung ins Heim um jeden Preis verhindern will. Los, will ich nicht heimfliegen. Bis in die kleinsten Nebenrollen mit prominenten Gesichtern besetzt. Müsst ihr doch kennen. Manchmal auch mehrfach ist in dieser bitterbösen Satire nur das Ende leicht süßlich. Hat's geschmeckt? Ist das süßlich, was? Doch lange bevor Familie Neugebauer ihren Weg ins Kino fand, gab es sie erst einmal auf der Bühne im gleichnamigen Stück der Kabaretttruppe Schlabaret, bestehend aus unter anderem Alfred Dorfer, Reinhard Nowak, Andrea Händler, Roland Thüringer, die schon in den 80ern mit satirischen Programmen auf sich aufmerksam machten. Und was haben wir gemacht bis jetzt, wenn ich fragen darf? Schauspiel. Schauspiel. Bevor allerdings alle Schlabarettisten zusammenfanden, waren es als allererstes Reinhard Nowak und Roland Thüringer, die gemeinsam die Schulbank drückten. Ich bin ja in die HTL gegangen, HTL Maschinenbau, und in derselben Klasse war der Roland Thüringer. Und er hat schon während der Schule, während der HTL-Zeit, sich für Schauspiel interessiert. Und wir haben so ein Freifach gehabt, Schauspiel. Im Fall von Roland Thüringer kommt das Interesse für die Schauspielerei wahrscheinlich nicht von irgendwo. Mein Vater hat einen seltsamen Job gehabt. Mein Vater war Garderobe im Burgtheater. Und immer habe ich meinem Vater gesagt, ich mache jetzt einen Schauspielkurs, ich wäre vielleicht Schauspieler. Und wie hat der Vater darauf reagiert? Ach, Gottes Willen. Wie kannst du nur? Geh, sei so deppert. Wieso sollst du das kennen? Und so. Und dann haben sie gesagt, nein, ich will das probieren. Eine gute Entscheidung, wie wir heute wissen. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Max-Reinhardt-Seminar. Und ich bin dann zu dieser ersten Eignungsprüfung angetreten. Und der Vorsitzende von dieser Kommission, der hat mich, glaube ich, in der zweiten Sinn unterbrochen. Und stopp! Haben Sie schon was von einer historischen Sprache gehört? Sag ich, Hirn, Sie bin das Favorit, nicht besser. Ja, ich hab dem gleich goschnorkelt. Jetzt bitte ein bisschen goschen, hey, Freunde. Lernte er, dank eines Vaters im Burgtheater, dann aber doch die richtigen Leute kennen, um Türen zu öffnen. Wie etwa Herwig Seeböck, dem legendären Schauspieler und Schauspiellehrer. Unter seinen Schülern fanden sich so manche später sehr bekannt gewordene Gesichter. Da war ein junger Mann auch dabei, der auch an dem Kurs teilgenommen hat. Sein Name war Dorfer. Na und? Vornamen haben wir keinen, oder was? Doch, Alfred. Ja, eben. Und der Freddy und ich, wir haben uns eigentlich gleich sehr gut verstanden, wir zwei. Vielleicht
findet der eine oder andere von euch einen Freund fürs Leben. Meine persönliche Geschichte war die, dass ich beim Reinhardt-Seminar durchgefallen bin bei der Aufnahmsprüfung, ganz knapp. Noch so einer, der es da nicht reingeschafft hat. Musst aber eine Aufnahmsprüfung machen. Schwer. Und mir gedacht habe, ich kann jetzt diesen Beruf nicht mehr ausüben. Was für ein Irrtum. Und habe eine Rolle gehabt im Theater an der Josefstadt. Und der Herwig hat die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen. Dem habe ich das erzählt und der hat gesagt in seiner Art, dann kommst du halt zu mir. Der Unterricht beim Seeböck war jedes Mal aufregend und spannend. Also man wusste nie, was wieder passiert. Man muss zuerst wissen, was ist das für ein Mensch, den man spielt, in welcher Situation ist der. Und dann schaut man sich den Text an, wie der dann den Text sagt. Und in vielen Schauspielschulen in Österreich kriegen sie einen Text und sagen den Text auf. Und wir hatten in diesen 3-4 Jahren wirklich eine sehr, sehr für Wien vollkommen außergewöhnliche Ausbildung. Herwig Seeböck tatkräftig zur Seite stand damals seine Frau, die Schauspielerin Erika Mottl. Er hat die Gabe gehabt, sie zu unterstützen und ihnen, ich glaube, er hat ihnen ungeheuer Selbstvertrauen gegeben. Sonst hätten sie nicht sich so getraut, Einzelsachen zu machen. Ja. Sie haben dann eben improvisatorisch einzelne Sachen geübt und gemacht. Das im Unterricht Gelernte wurde aber auch in der Praxis vor echtem Publikum angewandt. Im Sieveringer Steinbruch war dann so quasi das Ausprobieren dessen, was sie gelernt haben. Also da haben wir dann Theaterstücke gespielt. Es waren meistens dann Shakespeare-Geschichten, die wir halt auf Wienerisch gespielt haben. Wenn der Herr Thüringer und der Herr Dorfer und die Frau Händler auf Wienerisch dort improvisiert haben. Ja, das war so lustig und ich habe dann immer schnell geschrieben, was denen gerade eingefallen ist. Ja, weil ich wollte das nicht verlieren. Das war die Schule, die wirkliches Theater war. Ja. Eine Arbeitsweise, die die vier auch beibehielten, als sie dann gemeinsam die Kabaretttruppe Schlabberie bildeten. Oder zumindest das Schlabberie in der heute bekannten Konstellation. Gegründet wurde Schlabberie nämlich eigentlich schon früher. Von Alfred Dorfer, gemeinsam mit Peter Wustinger und Bettina Barth. Als die beiden aufhörten, füllten Händler, Nowak und Thüringer die leer gewordenen Plätze. Bevor ich dann richtig mit der künstlerischen Laufbahn beginnen durfte, habe ich noch meinen Präsenzdienst abzuleisten gehabt beim österreichischen Bundesheer. Morgen ist Würgle und erster Tag nach Spitze. Dann haben wir gedacht, das wäre doch gleich eine Möglichkeit, eine relativ sinnlose Zeit sinnvoll zu gestalten, indem man dort alles aufgeschrieben habe, was so passiert ist. Da schon her, hat einer hergeschlatzt, wie ist das weg? Wo? Da! Man hätte auch beim Bundesheer eine andere Möglichkeit gehabt, diese Zeit sinnvoll zu gestalten, indem man sich zu einer wirklichen Kampfeinheit meldet, wie zum Jagdkommando. Weil dort lernt man auch was, aber ich war halt nichts eigentlich. Was bin ich? Haben dann aufgrund meiner Erzählungen, die ich geliefert habe, Szenen improvisiert. Da ist irgendwo der Feind, jetzt sei endlich leise! Ja, der Feind, bitte dahin, da war der Wirt gewesen. Und irgendwann haben wir das dann auswendig kennen und dann sind wir damit auf die Bühne gegangen. Und das war das erste Schlabberie-Programm, wo ich dabei war. Das war Atompilz von links. Da bin ich am Asenbär. Und es dauerte nicht lange, bis der ORF sich bei der Truppe meldete, um das Programm im Fernsehen zu zeigen. Dabei lernten sie jemanden für die Entstehungsgeschichte vom Muttertag nicht Unwesentlichen kennen. Mein Name ist Harald Sicheritz und es hat sich so ergeben, dass ich das Programm Atompilz von links für sie aufgezeichnet habe, was damals extrem unüblich war. Nicht nur unüblich, sondern in diesem Fall auch umständlich, da der ORF vor der Aufzeichnung eigentlich noch etwas gebraucht hätte, mit dem die Gruppe bisher noch wenig Erfahrung hatte. Sie bräuchten vorher das Buch. Was? Wir schreiben keine Texte. Wir haben kein Skript. Was heißt, ihr habt kein Skript? Nämlich spielen einfach. Dadurch, dass nie mit fixem Drehbuch gearbeitet, sondern sehr viel improvisiert wurde, war jede Vorstellung einzigartig. Wir improvisieren Szenen an und man sieht dann auch im Kontakt mit dem Publikum, was heute, was heute nicht, was ist gut, was lassen wir weg, was können wir dazugeben. Apropos dazugegeben, auch dazugegeben wurde Eva Billisig, die sich dem Kabarett-Ensemble 1986 anschloss. Vergesst eure Sorgen und denkt nicht an morgen, willkommen im Kabarett. Aber nicht nur die Gruppe wurde größer, sondern auch die Ambitionen für das nächste Projekt. Naja, nachdem wir schon einige Programme gemacht hatten als diese Gruppe, haben wir versucht, etwas anderes zu machen, nämlich ein richtiges Theaterstück. Mama, Ehefrau, Schwiegertochter, Kurt, Gattin. Irgendwann, ich glaube, es war 1991,
hatte die Gruppe Schlabaré Premiere mit ihrem Bühnenstück Muttertag. Muttertag, so der Titel, ist ein kabarettistischer Angriff auf die Familie. Du tust dich nicht von meiner Familie, ja? Beim Muttertag war es wirklich das erste Mal, dass der Fredi und ich uns hingesetzt haben und das erste Mal das geschrieben haben. Das Interessante daran, oder das nachhaltig Interessante ist, das war wirklich ein Bühnenstück. Das war damals neu. Das waren keine losen Sketches. Alle anderen Geschichten davor waren wirklich alle improvisiert. Und das war das erste wirklich Geschriebene. Wir haben dieses Stück geschrieben, aber dann im Laufe der Proben noch modifiziert. Also auch wenn Muttertag das erste geschriebene Stück war, wurde deswegen nicht gleich auf Improvisation und ungeplante Momente verzichtet. Bei der Premiere von dem Stück, da sind wir in ein Spielzeuggeschäft gegangen und haben diese Spritzpistolen gesehen und ich habe die gekauft. Ich habe gesagt zum Novak, pass auf, den nehmen wir mit auf die Bühne. Die waren nie geplant. Und zart, die zwei Spritzpistolen raus und der Dorf hat sich festgehalten an seiner Gitarre. Die Tränen sind ihm rausgekommen und drückt an, der Schwan stellt sich so auf. Das ist auch ohnmächtig geworden. Aber das gehört einfach dazu, damit wir auch Gaudi haben. Was ich sehr geliebt habe, war das so eine Lieblingsszene von mir. Das war schon auf der Bühne so, dieses Bauchtanzen mit dem Bauch rausstrecken. Trudel, hast du zugenommen? Hast du zugenommen? Und dann dieses ist ja windhundartig. Also, das hat immer Spaß gemacht, es war immer lustig. Ich war überhaupt der Älteste in der Gruppe und habe den Jüngsten gespielt, diesen Stimmbruch, Mischa. Ja, Mischa Neubauer. Ich wollte den spielen, das war im Stück schon klar, weil mich das immer interessiert hat, so einen pubertierenden Trottel zu spielen. Vielleicht auch in Erinnerung an die eigene Pubertät oder auch eine Sympathie, weil ich die nie abgelegt habe. Warum ging es im Stück eigentlich ausgerechnet um Muttertag? Es war so, dass wir uns gedacht haben, was ist ein zentrales Thema für jede Familie, also abgesehen von Weihnachten, weil das war schon sehr, sehr verbraten. Ja, von den weihnachtlichen Familienproblemen haben wir letztes Mal schon sehr viel gehört. Oder eine Geburtstagsfeier war auch noch zur Diskussion, und Muttertag war diese ganze Heuchelei mit den Blumen und Dings und da der Seitensprung. Aber doch die Fassade waren noch dazu im katholischen Umfeld. Wir bitten dich, erhöre uns. Gebiete! Dieser Punkt der Heuchelei und auch des Versteckspiels war für uns an diesem zentralen familiären Tag, wo man alles zerbündeln kann, ein guter Stoff. Ein sehr guter Stoff, der schon auf der Bühne die meisten Zutaten für den späteren Film enthielt. Mich hat damals dort fasziniert, wie diese fünf Menschen mühelos in verschiedene Rollen schlüpfen konnten. Und somit war schon mal ein Häkchen gemacht bei dem ersten Grundsatz für die Filmidee, dass nämlich dann letztendlich fünf Leute 29 Rollen spielen. Und das nächste zu erfüllende Häkchen auf der Liste war, das Stück zu einem filmreifen Drehbuch umzuschreiben. Und der Sicherheits hat das vorgeschlagen. Wir haben gesagt, ja. Und dann haben wir versucht, einfach selber so aus dem Gefühl aus diesem Stück ein Drehbuch zu verfassen. Meiner Erinnerung nach haben wir uns sehr genau ans Stück gehalten. Natürlich hat dann in dem Film kamen dann noch Elemente dazu wie die Stadt Indianer oder die Band. Aber die Grundstruktur und auch die Grundfiguren dieses Stücks wurden weitestgehend erhalten. Ein publikumserprobtes Stück, eine talentierte Schauspielgruppe und ein motivierter Regisseur. Damit stand einer erfolgreichen Kinoverfilmung also bestimmt nichts mehr im Weg. Niemand von uns hat nur ansatzweise Ahnung gehabt, wie man einen Kinofilm macht. Alter. Ach ja, da war ja was. Leider hatte vorab keiner des Teams Kinofilmerfahrung. Selbst Harald Sicheritz bestritt mit Muttertag sein Erstlingswerk. Davor war er, abgesehen von seiner Erfahrung mit dem Fernsehen, eigentlich in der Welt der Musik zu Hause. Genauer gesagt am Bass. In seiner Band Wiener Wunder. Wiener Wunder. Wiener Wunder ist Musik für die Augen. 1986 landeten sie mit Loretta einen Nummer 1-Hit. Und schrieben im selben Jahr auch Musik für Niki Liszts Kultfilm Müllers Büro. Für seine spätere Regiekarriere konnte Harald Sicheritz aber auch schon in seiner Zeit als Bassist viel lernen. Als Bassist von einer Rockband lernt man, wenn man möchte, auch eine ganze Menge über so Schiffe. Man weiß zum Beispiel, dass man nie in einem Konzert als Einzelner stärker ist als der Schwächste oder die Schwächste der Truppe. Und dass halt alle ernst genommen werden müssen und dass sie verschiedene Talente haben. Und ich hatte von dort weg eigentlich nie Schwierigkeiten, mich in meinem Beruf durchzusetzen. Respektive es war gar nicht notwendig, dass ich irgendwann einmal die allerpeinlichsten Sätze sagen musste, wie das ist mein Film oder ich bin hier der Regisseur. Wenn es einmal so weit ist, ist es besser, man packt zusammen und geht.
Ende der 80er Jahre wurde Harald Sicheritz dann auf einmal schwer krank, als bei ihm eine Form von Knochenkrebs festgestellt wurde. Das heißt Osteosarkom, das ist eine Form von Knochenkrebs. Und in meinem Fall war das so groß wie eine Faust und war da in der linken Kniekehle drin. Das Schöne daran ist das Bewältigen, und das meine ich ganz ernst. Dass man halt sich überlegen kann und darf, was man denn gerne machen würde, wenn man das alles überlebt. In Sicheritz' Fall war das, wie wir heute wissen, Filmemacher wär's. Im Endeffekt musste er dem Krebs sein Knie opfern. Nee. Gut. Also ganz sicher ist Muttertag der Film, der daraus entstanden ist, aus meiner Hoffnung und meinem Wunsch, im Leben zumindest einen Film zu drehen. Bevor der Lebenstraum Muttertag Realität werden konnte, galt es aber noch, den nächsten Punkt auf der Liste zu bewältigen. Die Finanzierung des Projekts. Und die war eigentlich mühsam, hinderlich, schwierig. Oder anders gesagt, so ein Scheiß! Mit fertigem Drehbuch in der Hand ging es zur österreichischen Filmförderung. Das hat man dann eingereicht. Bei der österreichischen Filmförderung. Und wurde abgelehnt. Muttertag wird schießen. Mit der Begründung, unter anderem, dass Doppelrollen im Kino nicht funktionieren. Ein Film, wo ein Schauspieler fünf Rollen spielt, das gibt's nicht. Das ist, geht vielleicht beim Kabarett oder beim Theater, aber das geht im Film nicht. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, das hat Monty Python schon Jahre zuvor gemacht, mit großem Erfolg. Aber selbst das Argument, dass die britische Komikertruppe Monty Python die Möglichkeit von Mehrfachbesetzungen erfolgreich im Kino bewiesen hat, reichte nicht aus. Vielleicht haben sie das auch nicht gekannt. Man weiß es nicht genau. Es war höchstwahrscheinlich auch nicht der einzige Grund für die Ablehnung. Ach so, das. Die waren da teilweise entsetzt. Der erste Dialogsatz in dem Drehbuch, du hast aufgeschlagen, da ist gestanden, Arschloch. Da haben viele wahrscheinlich schon das zugeschlagen, beim ersten Jahr das zugeschlagen. Es gab einen Fernsehredakteur, der saß mir gegenüber an Tisch und hat mit spitzen Fingern so das Deckblatt vom Drehbuch geöffnet und hat gesagt, mir ekelt vor diesem Machwerk. Ja, und dann war es ihnen teilweise auch zu ordinär. Du geiles Fickfroschel, du. Das sind Wörter, die ich jetzt auch nicht wiedergeben möchte. Fickfroschel, ich hab's genau gehört. Und da haben wir schon ein bisschen gezittert, dass aus dem Ganzen noch was wird. Ich glaube, wir sind da in ein Biotop eingebrochen, wo man der Meinung war, wir gehören dort nicht hin. Das ist so wie ein entweiter Filmtempel gewesen. Mischen Sie sich innen nicht hinein. Man wollte unter sich bleiben, hatte ich den Eindruck, immer dieselben Leute beschäftigen. Und halt Kunst zu machen. Ein österreichischer Architekt, dem man es nicht leicht gemacht hat, der Adolf Loos, hat gesagt, alles Wichtige in diesem Land geschieht trotzdem, unter Anführungszeichen. Und das ist sehr wahr. Trotzdem gaben sie nach nur einer kleinen Absage natürlich nicht gleich auf. Weiter so. Gib ihm! Wir mussten ja immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. Und man kann ja bis heute nicht, was nachvollziehbar ist, mit einem Drehbuch immer wieder mal hingehen und sagen, so, jetzt gibt's uns endlich ein Geld, gibt's uns endlich ein Geld, gibt's uns endlich ein Geld. Ist das jetzt wieder? So ist es ja nicht. Da muss ja tatsächlich was ändern. Dann haben wir eine zweite Fassung geschrieben, mit Doppelrollen. Das zweite Mal vorgelegt und wieder abgelehnt. Oh. Was? Ja, ich brauch's das Geld ja sowieso nicht. Gefällt uns immer noch nicht, ist uns humoristisch nicht, das kann nicht funktionieren. Doch aller guten Dinge sind drei. Und jetzt buscht. Da war dann die Spannung schon sehr groß, da wurde dieses Drehbuch wieder vorgelegt und siehe. Abgelehnt. Bitte was? Na gut, wenn es bis jetzt nicht geklappt hat. Was heißt bis jetzt? Sag mal, ist es dein Hobby oder was? Dann doch sicher beim vierten Mal. Und dann wurde es bewilligt. Und niemand hat ernsthaft damit gerechnet, am wenigsten die Kommission, dass das was wird. Meine persönliche Theorie, dass Muttertag letztendlich dann doch Förderungsgeld bekam, war, dass man sich gedacht hat, klassisch österreichisch, okay, die sind richtig lästig. Und wenn wir denen jetzt ein bisschen Geld geben, dann sind wir sie los. Bitte, Schlechte. So durften wir diesen Film drehen mit wenig Geld. 168.244 Schilling und 40 Groschen. Ja. Und wenig Zeit. 14 Tage. So wenig war es dann auch nicht, aber trotzdem wahnsinnig knapp. Wir mussten sehr kreativ werden. Wir bekamen das absolut denkbare Minimum. Ich wusste nur, dass wir nicht einmal 5 Wochen hatten.
für diesen 100-Minuten-Film. Und das ist einfach auch mit den Umzügen und Wetterabhängigkeit irre. Aber das hat uns nicht entmutigen können, weil es war die Möglichkeit da. Da war von allen Beteiligten gefragt, dass sie einfach mitmachen, weil sie mitmachen wollten und nicht mit Geld gezwungen wurden. Und wer diese Beteiligten alle sind, wollen wir uns gleich mal anschauen. Mein Name ist Helmut Piernert und ich habe beim Muttertag die Kamera gemacht. Harald Sicheritz hat mich angerufen, hat mir das Buch geschickt und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Buch? Ja, zumindest besser als... Mir ekelt vor diesem Machwerk. Also ich war mir nicht ganz klar, was für ein Film das werden soll. Und noch dazu, wo die verschiedenen Rollen spielen, na, das, ob das beim Film funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann habe ich mit dem Harald, haben wir uns zusammengesetzt und haben lang gesprochen, war sofort überzeugt dann. Neben einem guten Kameramann braucht es beim Film natürlich auch noch eine gute Regieassistenz. Und wenn er nicht gerade im Film als Zeuge Jehovas auftauchte, glauben Sie nicht, dass es gerade jetzt an der Zeit wäre, Ihr Leben neu zu überdenken? Machte das dieser Herr. Mein Name ist Georg Mayhofer. Ich habe meine erste Spielfilm-Regieassistenz beim Muttertag gemacht. Also die meisten Leute haben, glaube ich, dort das erste Mal den Film gemacht, abgesehen vom Kameramann, der sehr routiniert war. Nicht nur er. Ein weiterer Routinier im Team war Paul-Michael Sedlacek und ich habe Filmschnitt gemacht. Seine Arbeit am Film hat allerdings nicht erst am Ende der Dreharbeiten begonnen. Das Erste, muss man sagen, was ganz wichtig war, ist die Vorbereitung, weil der Film auch eine logistische Meisterleistung ist. Nicht nur, dass die Schauspieler verschiedene Rollen gespielt haben, die sind auch manchmal in derselben Szene gleichzeitig aufgetaucht. Also wenn zum Beispiel der Roland Thüringer als Pfarrer aus der Kirche kommt, dann muss er aus dem Bild gehen, bevor er in der nächsten Einstellung als Bub wieder in die Gruppe kommen. War also von Anfang an eine enge Zusammenarbeit zwischen Kamera und Schnitt notwendig. Bei jedem Gedanken an Schnitt, bei jedem Gedanken an einer Kameraposition mit im Hinterkopf. Und wir haben das schon abgeklopft darauf, ob es die richtige Sprache ist für diesen Film. Das muss man sich alles erst durchdenken. Und das war schon mal eine großartige Geschichte, wie das geplant war. Es war kein beliebiges Materialsammeln beim Drehen, sondern wir haben das ziemlich genau betrieben. Da konnte man nicht danach sagen, das machen wir in der Post oder irgendwie. Es war eben Film und da musste das wirklich alles genau hinhauen. Also ein sehr detailliert geplantes Unternehmen, bei dem nichts dem Zufall überlassen wurde und wegen begrenzter Drehzeit auch kein Moment ungenutzt blieb. Wie hat sich diese Arbeitsweise auf die eigentlich doch bühnengewohnte Schlabarett-Truppe ausgewirkt? Großer Stress, neue Erfahrung, niemand von uns fünf hatte irgendeinen freien Tag. Ein zeitsparender Vorteil war zumindest, dass die Truppe durch die zig Aufführungen davor schon sehr vertraut war mit den verschiedenen Rollen. Und wir hätten damals auch nicht geprobt oder proben können beim Muttertag, weil keine Zeit war und wenig Geld war. Wir wussten ja, wer wir sind, was wir spielen und haben es nicht das erste Mal gemacht. Das heißt, die Figuren, die wir gespielt haben, die waren intus. Dadurch wirkt es halt alles auch sehr, sehr locker und authentisch von den Figuren her, sage ich jetzt einmal, weil wir viele verschiedene Figuren gespielt haben. Und weil jetzt schon mehrere Male das Thema der vielen Rollen pro Schauspieler aufkam, wollen wir uns das auch mal genauer anschauen. Ihr habt gespielt den Edwin Neugebauer, ein Jungschar-Kind, ein Postbeamten. Der Thüringer hat, glaube ich, am meisten Rollen gespielt. Nämlich 8, um genau zu sein. Wirklich, oder? Ja, wir haben es gegoogelt. Na gut, aber entscheidend ist, wie viel es wirklich war, nicht was man gegoogelt hat. Gehen wir es der Reihe noch durch. Opa ist klar, der Goscherte, der Herr im Supermarkt, der hat ihm das Auto zerkratzen, der Pfarrer, der Postler. Ich glaube, das war's. Nein, noch nicht ganz. Es fehlt noch eine ältere Frau und dieser Radfahrer, der im Hintergrund einer Szene kurz vorbeifährt. Ja, aber der ist praktisch inoffiziell. Nicht laut Google. Insgesamt stolze 24 verschiedene Charaktere wurden von den 5 Schlabarettisten dargestellt. Das bin nicht ich. Ich hab doch eine ganz andere Frisur. Klar bist das. Das bedeutete natürlich auch eine Herausforderung für die Maske. Dafür zuständig waren Daniela Scala, Alexandra Hutter, Michaela Peyer. Das waren meine Chefinnen. Das war mein erster Kinofilm. Wie lief eigentlich zum Beispiel der Alterungsprozess der Figur des Opa ab? Das muss man jetzt kurz erklären. Das ist ja, hat sich ja alles verändert. Ja? Damals war es wirklich so, da hattest du eine Masse, das wurde mit dem Schwämmchen aufgetragen und einer spannt die Haut und der andere föhnt. Ja? Die Maske spüre ich eigentlich gar nicht, außer das, was ich im Gesicht spiele. Das wird so sein wie bei einer Dame, man sagt ja Billing. Oder wie heißt das? Billing, glaube ich. Was sie aufgetan, die Damen. Mühsam ist es. Da wird diese Silikonmilch auftragen und dann steht da Masken mit einer zweiten mit Föhn, trocknet es an und dann zieht sie das zusammen
und mache diese Falten. Und die Illusion war offenbar so gut gelungen, dass manchen nicht einmal auffiel, dass es sich um dieselben Schauspieler handelte. Ich bin der Peter Zutschka, ich war bei dem Film Beleuchter. Also ich bin der André Scheer, ich war Beleuchter, Best Boy. Ich hab's ja das Drehbuch nicht gelesen, ich hab am Anfang ein bisschen gebraucht, bis ich's mitgekriegt hab, dass die alle Rollen selber spielen fast. Nein, es war köstlich, auch diese eine Szene mit dem Fahrradl werde ich auch nie vergessen. Darf ich mal mit dem Radl fahren, bitte? Weg mit den Schweißfingern des Rost. Ah, darf ich den Vorrang haben? Weg mit den Schweißfingern des Rost. Also es waren einfach so Szenen, war jeder froh, wenn die Szene vorbei ist, damit man endlich auslachen kann. Da gibt's jetzt sicher nichts blöd zum Lachen. Das habe ich eigentlich vorher und nachher nie wieder gehabt, also in diesem Ausmaß. Es war halt wirklich köstlich. Es war eigentlich sehr lustig so, dass ich sogar einmal das Set verlassen musste. Wegen Lachen. Grüß Gott. Oh. Es war immer so, wenn der Roland den Mund aufgemacht hat. Ja, als Pfarrer. Ich habe entweder gedacht, ich mache in die Hose oder irgendwas. Es war furchtbar. Na, wird das was beim Vergrenzchen? Ja, es wird reichen. Sehr schön. Und wenn er dann auf den See gekommen ist, dann war er schon der Pfarrer. Und dann hat er mit uns allen so geredet, wie ist Gott, wie ist... Also diese, und das war schon sehr lustig, also auch am Set. Ja, bei so einer guten Stimmung am Set kommt man einander natürlich auch näher, in manchen Fällen sehr nah. Es finden sich ja immer Paare, bei Filmen, ja. Und beim Muttertag war das so, dass die Tanis Kaldert, eine unserer Maskenbildnerinnen und der Bimi, ja, sich da gefunden haben. Ich weiß, dass es ein Muttertagskind gab. Mir wurde, glaube ich, 2 oder 3 mit dieser Junge gezeigt, in verschiedenen Altersstufen. Ein Muttertagskind, wie süß! Und wie lief das erste Kennenlernen der glücklichen Eltern dieser Romanze ab? Wir sind den ersten Tag aufs Set gekommen und der Bimi sitzt da eben braun gebrannt, weißes Unterleiberl. Und der so, na, endlich wieder mal ein Film mit schönen Frauen am Set. Na, Puppi, wie haben wir's? Und wir alle drei so, ja, stimmt, ja. Oh, okay. Und wie lief das erste romantische Kennenlernen ab? Bei irgendeinem Fessel. Saufen, ja, dann machen wir halt Tschechern und dann schmust man immer mal dumm und damit war das besprochen, ne? Ja, der Wiener Charme. Das weiß ich noch. Na super. Und dann haben wir uns irgendwie verliebt und dann war ich, bei der Premiere war ich dann, glaube ich, im 5., 6. oder 7. Monat schwanger oder so. Und jetzt ist unser Sohn, wird 28 jetzt. Und so sieht der Sohnemann heute aus. Kommen wir wieder zurück zum Muttertag. Im Gegensatz zum Theaterstück waren die Herren- und Damen-Schlabberie nämlich nicht mehr die einzigen Schauspieler. In Nebenrollen dazu gesellten sich prominente Gesichter wie etwa Willi und Lukas Resetaritz. Grüße! Der Apfelbaum muss Äpfel tragen. Der Regisseur von Müllers Büro, Niki List, und auch Harald Sicheritz Bandkollegen von Wiener Wunder, zum Beispiel Günther Pahl alias Gunkel, fanden ihren Weg in den Film. Es war mir vollkommen klar, dass die da mitspielen sollen, weil ich sie immer schon gut fand. Roland Thüringer kannte sehr gut Herwig Seebück. Ja, auch der damalige Schauspiellehrer der Schlabrettisten kam im Film als der aufgebudelte Hustinettenbär vor. Wir starten übrigens. Hausdetektiv. Pudel den nicht auf, Hustinettenbär. Passend zum Muttertag ist das ja fast wie eine Familienwiedervereinigung. Außerdem in der wohl mysteriösesten Rolle des Films ist Karl Markowitsch als der unerklärliche Schaffner zu sehen. Hinter die gelbe Sicherheitsmarkierung zurücktreten, bitte. Das war einfach so ein vollkommen absurdes Element. Ich mag das auch sehr, wenn ich mir selber was anschaue, wenn irgendwas ist, was mir diesen Realismus rausholt in einer Geschichte. Wenn da plötzlich was ist, was ein bisschen so... Sehr oft ist es ja so, dass einem unbewusst oder unartikuliert etwas gefällt und dann irgendwann mal findet man den Grund, den man dann auch vermitteln kann. Und ich würde hinweisen auf die allerletzte Einstellung in dem Film. Bitte, Zug fährt ab. Wo dann hinter der gelben Linie das Team steht. Und dann das sich eigentlich in aller Einfachheit offenbart, dass es eine Innenwelt gibt, also die von Muttertag, und die Außenwelt, die das festhält. Das ist da, wo die gelbe Linie ja das einzige Mal sichtbar wird. Nicht unerwähnt bleiben darf aber natürlich die österreichische Schauspiellegende Fritz Mulia. Guten Abend. Ist die Hahn. Der einen Gastauftritt als Wiener Bürgermeister hatte. Es ist nicht meine Stadt. Den Bürgermeister hat der Fritz Mulia gespielt. Und das ist eine sehr persönliche Geschichte zwischen mir und dem Herrn Mulia gewesen. Weil mein Vater war Garderobe im Burgtheater. Und einer seiner Patienten sozusagen war der Fritz Mulia. Die waren bei Du, also die haben sie gut kennt und so. Und irgendwann habe ich meinem Vater gesagt, ich mache jetzt einen Schauspielkurs, ich wäre vielleicht Schauspieler.
Ja, ja, ich weiß, das kennen wir schon. Wir haben vorhin allerdings auf ein nicht unwichtiges Detail der Geschichte vergessen. Und ich bin dann zu dieser ersten Eignungsprüfung angetreten. Und da war damals der Fritz Mulier unten der Vorsitzende von dieser Kommission. Der hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin. Der hat der Thüringer gelesen, wenn ich dachte, ihn im Zusammenhang mit meinem Vater gebracht. Stopp! Haben Sie schon was von einer historischen Sprache gehört? Sag ich, hören Sie, ich bin das Favorit, nicht besser. Und auf die Nacht kommt der Mulier ins Theater. Und mein Vater hat nicht gewusst, dass der Mulier drin sitzt, logischerweise. Und sie trotzdem, was hast du nicht gemacht und so und so. Und sagt, nein, ich bin wieder einen Tag gehabt. Yes, ich also den ganzen Tag da drin gesessen im Raimundtheater. Da war einer dabei, ein kleiner Klotzer da. Ein Goschen. Und mein Vater hat gewusst, das bin ich jetzt ich. Und er hat wirklich über mich geredet und das mein Vater erzählt. Wie kam es dann, dass er trotzdem im Film mitgespielt hat? Wie wir das geschrieben haben, ich würde mir wünschen, dass der Mulier in meinem Film eine Rolle spielt. Und dann hat die Produktionsfirma, der Scheiderbauer damals, Kontakt aufgenommen. Und der hat mir zurückgeschrieben, wie wir überhaupt auf die dreiste Idee kommen, den Herrn Mulier zu fragen, wegen so etwas. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Aber wie der Zufall so spielt, der Mulier war Freimaurer. Und der Herr Scheiderbauer war der oberste Freimaurer in Wien. Und der hat nur gesagt, du spielst dort. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich habe an dem Tag drehfrei gehabt. Ich bin extra hingekommen, da haben wir hingespielt, haben zugeschaut, wie in meinem Film spielt. Na boom. Damit sollte man meinen, dass wir alle wichtigen Größen des Films abgedeckt haben. Aber ein sehr wichtiger Akteur unserer Lieblingsgemeindebauoperette blieb bisher noch unerwähnt. Ich will mit diesem Film ein Bild jenes Milieus geben, in dem die Familie Neugebauer lebt. In einem echten Gemeindebau. Die Wahl fiel auf das Schöpfwerk in Wien. Das Stück war natürlich ein Stück vor einer vor einem schwarzen Vorhang in einem kleinen Theater. Und wir haben hauptsächlich gespielt mit der Erschaffung von Räumen mit Licht und Kostümen. Also das, was das Theater kann, wenn es wirklich gut ist. Und die Umsetzung für den Film, wo man sagt, was ist jetzt dieses Biotop dieser etwas skurrilen Vorstadtsiedlung, das war alles Sicheritzens Input. Doch von all den Wiener Gemeindebauten, warum wurde es ausgerechnet dieser? Das Schöpfwerk wurde von uns ausgesucht, erstens, weil unsere straffe Disposition so war, dass wir keine großen Reisen hätten machen können. Wir mussten das meiste an einem Platz drehen. Und das Schöpfwerk hat ein bisschen so eine Architektur, die heute mit Distanz betrachtet mich erinnert an eine Kulissenstraße in einem großen Studio. Wenn das Schöpfwerk eines bot, dann vor allem eine Vielzahl nah aneinander liegender Drehorte. Von Kirche bis Polizeistation, Postfiliale und Supermarkt war hier alles Notwendige dabei. Doch dem Schöpfwerk eilte seinerzeit ein gewisser Ruf voraus, der die Dreharbeiten vielleicht erschweren könnte. Was wir schon gewusst haben, dass das Schöpfwerk schon ein bisschen so fast ehrgeizige Großfeldsiedlung war vom Ruf her. Sie wissen wahrscheinlich, Wien ist eine der sichersten Großstädte der Welt. Und dennoch gibt es hier Menschen, die Angst haben. Die Siedlung am Schöpfwerk im Süden Wiens. Angst vor Überfällen, Angst vor Diebstählen. Und Angst auch vor Vandalismus. Der wilde Westen, beziehungsweise Süden Wiens. Was soll denn das schon wieder? Das Image der Siedlung müsste besser werden. Brandstiftung. Täter unbekannt. In vielen Wohnungen bildet sich Schimmel an den Wänden. Erwachsene beklagen sich über Banden. Das Wochenende ist immer Horror. Ja, das Schöpfwerk galt Anfang der 90er als riskante Gegend. Vor allem Filmteams hatten hier schon bevor Muttertag gedreht wurde, nicht die besten Erfahrungen gemacht. Das Problem war das, dass da so eine Gang war. Ja? Und die haben ein paar Wochen vorher schon eine ORF-Partie rausgehauen dort, mehr oder weniger. Ja? Also die haben denen die Hölle heiß gemacht. Die Menschen, die dort wohnten, waren relativ neu dort. Die haben natürlich gleich mal aufgetraut. Wir haben uns nicht besonders geliebt. Waren wir, glaube ich, nicht sehr willkommen. Was nachvollziehbar ist, wir haben jeden Tag dort gedreht, teilweise in der Nacht. Und das provoziert natürlich schon Gegenwehr. Ne? Wenn die nicht wollen, kannst du dort nicht drehen. Ja? Da hast du keine Chance. Wo wir gedreht haben, da ist die Überzeichnung vom Film ja gar nicht aufgefallen eigentlich. Weil man hat wirklich nicht gewusst, wo der Film aufhört und die Realität beginnt. Übergriffe, es wurden Sachen gestohlen. Steine runtergehauen haben vom Balkon.
Lass mich steinigen. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwann oben auf der Terrasse gestanden sind und ich schaue runter und sehe einfach, wie Jugendliche die ganzen Autoantennen so knack, knack, knack vom Team umdrehen und ich wusste, da kannst du jetzt auch nichts mehr machen. Wir haben dann ein Autowrack dort hingelegt und so, damit es halt richtig angefuckt ausschaut. Und sie haben sogar geschafft, dass das Autowrack, was eh schon hin war, innerhalb von einer Nacht noch mehr demoliert haben. Es war aber wurscht, es war egal. Ja. Aber wie konnten die Dreharbeiten dann trotz der echten Großstadt Indianer fertiggestellt werden? Ich glaube, Siegbert Rutter, unser Produktionsleiter, hatte damals die Idee, dass man Herrschaften aus der Siedlung rekrutiert. Willst du bei unserer Bande dabei sein? Nein. Die uns helfen und uns die eigenen vom Leibe halten. Wir sind dann zu denen hingegangen und denen gesagt, sie kriegen 4 Walkie-Talkies, Komparsengagen ja jeder. Na gut, dann schon. Und wenn sie doch da aufpassen könnten und schauen, dass da alles klar geht und dass wir in Ruhe arbeiten können und so weiter. Einer ist eidet worden, du bist jetzt der Chef und der Truppen da. Ja? Du hast das größere Funkgerät als die anderen, du bist der Wichtigere. Und in dem Moment haben wir die Seiten gewechselt, weil sie waren jetzt wichtig. Ich habe den ganzen Tag nur abgesperrt und abgesperrt, auch wenn gar nicht mehr gedreht worden ist. Aber das war für die einfach erfüllend und toll und großartig. So wurde dann zum Glück friedlich eine Lösung gefunden und der Dreh konnte abgeschlossen werden. Ein Friede, der bis heute hält. Na, das ist aber eine Überraschung. Ja, das ist ja unglaublich, Herr Schau. Ja, das glaube ich nicht. Ja, du so auch. Das ist ein Zufall, ne? Das ist ein Wahnsinn, ja? Ha. Aufregend. Ja. Ja. Ich glaube, die Terrasse warst du. Ja, genau. Da, wo diese Touren stehen. Genau. Dass Familie Neugebauer damals auf dieser Terrasse ihr Zuhause finden durfte, ist auch dieser Frau zu verdanken. Mein Name ist Monika Haas und ich wohne schon seit 1980 hier in dieser Wohnung am Schöpfwerk. Also alles, was im Freien war, war da auf dieser Terrasse. Und da ist so eine Wand aufgebaut worden, dass man sieht, dass das zwei verschiedene Wohnungen ja waren. Und da hat die Nachbarin gegossen. Und da vor der Kirche ist ja auch gedreht worden, da habe ich auch zugeschaut. Es war eine Mutprobe und ich war damals 14 im Film. Und da war die Eva, die Pilsig, und ich wollte eine ordinäre Geste machen, also aus Dings. Und dann habe ich aber in Zeitlupe. Also und sie hat mir wirklich, wirklich wehgetan, das möchte ich schon mal sagen. Und der Novak Erman spült's gewesen. Exakt. Exakt. Auf die Goggele. Ja. Aber ohne Milch vor allem. Bis Gott. Guten Tag. Hat sie es wieder mal daher vertrieben? Ja. Seit 81 wohne ich. Also ehrliche Frage, sind wir einen auf die Nerven gegangen? Er ist mir am Nerven gegangen. Ja. Immer Vollgas und immer durch, immer bei meiner Wohnung unten durch. Echt? Ja, gar nicht. Dann kommt ein kleiner Irrer immer. Nach vielen Höhen und Tiefen kam der Film 1993 dann endlich in die Kinos. Und der Rest ist österreichische Filmgeschichte. Oder, naja, vielleicht noch nicht ganz. Ich kann mich erinnern, dass der Premiere hatte bei der Diagonale. Und das ist ja eher so ein Kunstfilmfestival und hat irgendwie, wo sie so traurigen, tristen österreichischen Produktionen gezeigt werden. Es hat im Kino wirklich nicht funktioniert. Ich habe es ein bisschen als Horror in Erinnerung. Also es ist nicht sehr gut angekommen. Und ich weiß noch, dass es eine Riesendiskussion auf der Bühne gab wegen dem Tod des Meerschweins. Ja, das ist he. Und ich weiß, dass der Novak ausgeflippt ist und runtergeschrien hat, aber der Eisbär ist euch wurscht. Wir starten überall. Der wird erschossen. Ist mir wurscht. Also das war also echt so spontan lustig. Boy. Das war halt schon ganz anders, weil das halt irrsinnig radikal war. Ich meine, da wird eine Person getötet und zerfleischt und aufgegessen. Ja, der Film ist grausam eigentlich, ne? Ist furchtbar. Sexuelle Übergriffe und Verführung minderjähriger. Und das Meerschweinchen krepiert.
Das waren alles keine Elemente, die in einer damals gängigen österreichischen Film- oder Fernsehkomödie normal waren. Da haben sie gedacht, okay, der Film, den du da gemacht hast, der ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich heißt, dass die Leute es nicht verstehen wollen, nicht verstehen können oder einfach nicht leiden können. Selbst nach der Premiere stieß Muttertag auch innerhalb der heimischen Filmszene auf Widerstand. Was unter anderem auch mit dem Genre des Films zu tun hatte. Das, was mir schon wichtig war, ist, dass man bei dem ganzen Klamauk erkennt, dass wie ernsthaft und genauer gemacht wurde. Das ist nicht gleich erkannt worden. Wie man dachte, wo bin ich denn jetzt? Weil es war wirklich ein, man hat das gespürt, an Widerstand, an furchtbaren Neid. Da ist plötzlich ein Begriff entstanden, der Kabarettfilm. Erwartbar war, wenn man die österreichische Filmszene kennt, dass er als Kabarettfilm punziert wird. Und von den Arthouse-Kollegen und Verfechtern der Arthouse-Filme, die ganzen Leuten trotteln, wird das immer mit Verachtung vorgetragen. Es gibt keinen Kabarettfilm, weil das ja kein Kabarett war, sondern es war ein Theaterstück, das wir umgeschrieben haben. Aber plötzlich hat es gesagt, das ein Kabarettfilmchen. Dann haben sie noch Filmchen noch kleiner gemacht und so probiert. Das ist ja nichts. Ja. Komödie spielen ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Man ist eigentlich ständig auf der Suche und am Hören, wie setze ich die Sätze richtig, wann setze ich ein, wann höre ich auf. Das wird wahnsinnig unterschätzt. Es tut ein bisschen weh, weil das nur im deutschsprachigen Raum und besonders in Österreich der Fall ist. International gilt es als hohe Kunst, wenn man unterhalten kann. Ja, die Komödie hat es in Österreich bis heute nicht immer einfach. Aber gerade deswegen braucht es Leute wie das Team von Muttertag, die sich aus Liebe zum Genre und zur Satire weiterhin dafür einsetzen. Auch wenn der Weg zum gefeierten Kult ein steiniger ist. Dann kam er ins Fernsehen und ich habe den Verdacht, dass beim ORF es manchmal so ist, dass die Leute, die programmieren, nicht wissen, was sie programmieren. Das ist ein Verdacht, kein Beweis. Und ich glaube, wer auch immer programmiert hat, hat nicht gewusst, was das für ein Film ist. Hat diesen Film am Muttertag programmiert. Die Quotenkurve, ich glaube, die war so, dass das hoch war und relativ rasch. Im Laufe des Films haben ganz viele Menschen weggeschaut. Das war ein kleiner Skandal. Weil wie man zum Muttertag so etwas bringen kann. Was ist denn das für Muttertag? Das hat aber offensichtlich das Interesse der anderen Fernsehzuschauer geweckt. Und wann immer der Film dann wieder erschienen ist, wurde er immer kultiger. Das heißt, der Film wurde Schritt für Schritt zum Kult. Also ich glaube, das hat sich keiner von uns gedacht, dass das überhaupt mal so etwas wie ein Kultfilm wird, schon gar nicht. Heute, nach all den Strapazen, ist Team Muttertag natürlich sehr stolz darauf, was es geschafft und geschaffen hat. Bis heute, und das wird mit jedem Jahr noch stärker so, empfinde ich Glück. Freude, Stolz, Dankbarkeit. Wenn mich wer fragt, was ich für Filme gemacht habe, Jahre später, ja, sage ich, ja, was könntest du denn kennen? Ja, Muttertag? Sagt er, ja, nein, nicht wahr. Ja. Also die Reaktion ist da immer sehr verblüffend quasi, weil einstimmig eigentlich positiv. Also, dass der immer noch so gut ankommt, das zum Beispiel freut mich wirklich. Und wenn man das erleben darf, dass etwas aus der Kulturrezeption rauskommt und sowas wie einen zeitgeschichtlichen Ereignischarakter bekommt, das ist ein großes Glück. Dass wir offenbar mit diesem Film etwas Zeitloses gemacht haben, das macht mich sehr glücklich. Das kann man laut sagen. Aber wie haben eigentlich eure Mütter auf den Film reagiert? Meine Mutter hat mich letztens gefragt, ist das ein Kultfilm? Habe ich gesagt, jo, Mama, ist einer. Meine Mutter fand den Film blöd und hat dann, also ich war nicht dabei, wie sie ihn gesehen hat, aber sie hat sich nicht amüsiert, das war nicht ihr Humor. Sie fand ihn auch zum Teil skandalös, besonders weil ja ich das im Film das elektrische Messer für die Mutter bastle. Da konnte sie jetzt nicht über diesen Schatten springen, dass das ja eine Rolle ist. Bei meiner Mutter ist eben sehr wichtig, mit wem ich was mache. Also wenn ich allein was mache, das ist ein super Erfolg, ja, aber was? In Hader hast du schon mal. Ah, das ist ja gut eigentlich, gell? Ja, das ist ja. Also, das, ja. Man kann es der Mama halt nicht immer recht machen. Aber freuen konnte sich Mama Düringer, dass es mit Sohnemanns Karriere erfolgreich weiterging. Ja, das ist so. Und zwar nicht nur mit seiner. Auch nach Muttertag arbeitete das erprobte Team noch oft unter der Regie von Harald Sicheritz eng zusammen. In Filmen wie etwa Freispiel, Hinterholz 8, oder Poppets. Schön zu wissen, dass man einer der Besten seiner Branche ist. Und spätestens da war auch dem Letzten klar, dass sie mit Muttertag österreichische Filmgeschichte geschrieben hatten. Jetzt
Aber wirklich. Und ganz ehrlich, auch wenn er nicht erfolgreich gewesen wäre, so wie er erfolgreich ist nach wie vor, dann würde ich ihn trotzdem lieben. Natürlich, entschuldige, ich meine, klar, das war unser Baby. Ein Baby, das über die Jahre zu einem der beliebtesten der österreichischen Filmwelt herangewachsen ist und noch heute als Meilenstein gilt. Seine Mütter und Väter können wirklich stolz sein. Und damit bleibt wohl nur mehr eines zu sagen. Ich sag's gleich, ich hab mich nicht auf den Willi draufgesetzt. Ich war schlecht.